genau wie alle anderen Seelsorger in der Bundeswehr, sind wir für jeden einzelnen Soldat da. Ich finde das eigentlich eine tolle Aufgabe. Rabbiner Baller, sind Sie Soldat? Ich bin ein Militärseelsorger. Die Militärseelsorger, Militärpfarrer, Militärbischöfe und auch die Militärrabbiner sind keine Soldaten. Die Militärseelsorger in unserem Bundeswehr sind alle Zivilisten. Das hat eine sehr, sehr wichtige und auch historische Bedeutung. Ich bin selbst auch kein Soldat, aber ich bin Teil der Bundeswehr. Warum braucht die Bundeswehr Militärrabbiner? Erstens, wir haben jüdische Soldaten. Jeder einzige Soldat hat das Recht, nach ihrer eigenen Konfession Seelsorge zu haben. Aber gleichzeitig, es gibt eine wahrscheinlich genauso wichtige Rolle der Militärrabbinern, Judentum in Deutschland zu repräsentieren. Viele von den Soldaten haben noch keine Möglichkeit gehabt, mit Juden zu treffen. Zweitens, wir müssen auch eine Sichtbarkeit für die jüdische Gemeinschaft schaffen, auch in der Bundeswehr. Und es gibt noch eine sehr, sehr wichtige weitere Aufgabe, und das ist natürlich die ethische, politische und lebenskundliche Bildung der Soldaten. So schaffen wir eine richtige Atmosphäre, nicht nur in der Bundeswehr, sondern in der deutschen Gesellschaft, von Vielfalt, gegenseitiger Toleranz und Akzeptanz. Was haben Sie sich persönlich vorgenommen für Ihre Amtszeit? Ich wünsche mir, dass wir eine bessere, offenere Gesellschaft in Deutschland und auch in der Bundeswehr schaffen. Ich bin nicht sicher, ob ich das in meiner Amtszeit erleben werde, aber wie ein wunderschönes jüdisches Spruch sagt, Lo alecha hamelacha ligmo. Es ist nicht deine Verantwortung, die Arbeit vollzuenden, aber du bist nicht befreit von dieser Arbeit. Unsere Tätigkeit in der Rahmen der Bundeswehr wird sicherlich helfen, bestimmte historische Reflexen abbauen und eine neue Zukunft zu gründen.